Ah ne, ich habe gar kein Futures Market dabei, ne? Man kann ja jetzt als Mage mit Futures Market M-Tome No Pots starten und dann nach der dritten Minion Wave Base gehen und hat Instant Lost Chapter. Ich glaube, das geht nur, wenn du TP hast und Futures Market. Ja, ich glaube, Nunu hat so viele Winkel. Er könnte über die Lane rollen, er könnte über den Busch rollen, er könnte über die Wave rollen, über den River. Ich glaube nicht, dass wir den wirklich effektiv warden können, oder? Ich denke, wir werden es einfach respekten. Level 1 muss ich auch schon respekten. Auf der anderen Seite würde ich jetzt als Nunu auch nicht denken, geil, ich gank hier Level 2 Botlane, ne? Jenna kann mit dem Tornado interrupten, Zeri Lulu hat wirklich sehr wenig. Aber es ist ein Nunu, ne? Es ist ein Psycho-Nunu. Dark Harvest auch noch. Hier kommen wir boarden einfach River. Und Lane versuchen wir zu respekten. Was schwer wird, aber... Mal wieder Schmerzensgeld-LP erhalten, richtig. Ja, ist auch wieder recht. Nunu-Spieler denken nicht, Nunu-Spieler machen. Das ist wieder so eine komplette Zoe 1v9 Show hier, oder was? Na, was denn mit K? Das ist immer wieder ein Abenteuer. Halbes Mana haben wir noch. Oh, der Ken wird eklig. Zwei Solo-Kills in 3 Minuten als Set Midlane gegen Zoe. Okay. Ey, macht mich so fertig! Direkt auch selbst gemutet, sehr gut, wichtig. Egal. Wir spielen unser Game, ne? Wir spielen unser Game. Nunu ist wahrscheinlich Botside Crap, ja. So ein bisschen respekten. Wie nein, Samui! Danke dir für den Sub. Bisschen. Scheiße. Die lassen sich jetzt einpushen. Wir müssen das hier durchpushen, ne? Also wenn ich nicht komplett beschissen lastet, habe ich Lost Chapter hier auf der Wave. Oh, den habe ich sogar bekommen. Oh, Nunu ist dead, dann können wir sogar stayen. Was war das denn?
Hä? Muss ich aufwäschen? Wie stirbt man denn da? Hä? Drei Solo-Kills in 5 Minuten Midlane. Okay. Okay. Egal, wir bleiben stark. Wir haben später Hecarim Kartus. Das soll die Zoe erstmal spielen. Also Team Comp Bryce haben wir die Gegner komplett am Sack. Also wir können nur verlieren, wenn wir die schlechteren Spieler haben. Danach sieht es natürlich aktuell leider aus. Wave steht gut. Ja, du kannst halt nichts auf Botzeit contesten, weil wir keinen Midlaner haben, ne? Das geht nicht. Das geht nicht, mein lieber Hecarim. Wir werden jeden Fight im River verlieren, weil die Gegner Zoe haben und wir haben nichts. Wir haben Crappy Zed. Also es fühlt sich wieder ein bisschen cursed an, das Game. Wir werden einfach versuchen, halbwegs clean das Game zu spielen, keine groben Fehler zu machen, gut zu farmen und mal schauen. Wie es wird. Weil in so einem Games, wir haben jetzt zwei Optionen, ne? Entweder wir fangen an, nicht mehr das Spiel ernst zu nehmen, weil geintet wird, dann haben wir eh verloren. Oder wir spielen halt normal weiter und gucken, ob wir vielleicht irgendwo die Chance bekommen, noch was zu machen, so. Ich habe gerade den Ken verloren, weil die Zeri Tower Aggro genommen hat. Und der Ken, der Tower Shot nicht durchkam. Lane macht auch sehr wenig Spaß zu spielen irgendwie. Ja, wie gesagt, das können wir 100%ig gewinnen, das Game. 100%ig. Mega Wolf. 2-1 Trade, huge. Ne, ich habe ungefähr 15 Minions gemisst, die ich nicht hätte missen müssen. Das ist halt leider einfach so, wenn ich Kartus spiele. Da führt kein Weg dran vorbei. Das sind 500 Gold Shutdown, ne? Hätte ich die Minions nicht gemisst, hätte ich jetzt noch einen Darkseal extra gehabt, ne? Das ist dann der Unterschied zwischen Challenger-Kartus-Spielern und mir. Ich misse einfach zu viele Minions. Oh, wenn der Ken überlebt, bin ich sauer. Wollte ich gerade sagen. Der Set ist wirklich eine Maschine, Alter. Ja, wie Gott das. Wie Gott dies. Also die Gegner haben halt drei Squishies, die später von Hecarim, Kartus, Riven eigentlich ziemlich einfach überfahren werden können. Ne? Von daher mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. Ich chill hier einfach weiter unten. Ich will eigentlich auch kein 1v1 gegen Zeri forcen. Oh. Was? Ich dachte, da ist noch eine Lulu dahinter oder so. Aber der 0-5-Set hat gerade einfach die 5-0, die 6-0-Dingens gekillt, ne?
Alundra war ja gerade Top-Lane, ne? Das ist das Ding, warum ich nicht gerne Karthus gegen Zeri spiele. Es ist legit so schwer, Karthus Qs zu hitten gegen Zeri. Das liegt am Champion, aber es liegt auch an den Spielern, weil jeder Zeri-Spieler hyperaktiv ist. Also die haben einfach so das Sharingan für Karthus Qs. Keine Ahnung. Also wenn ich gegen Zeri spiele, kriege ich nie irgendwelche Qs gehittet. Einfach zu gut. Sehr hat für den Chat gefehlt, ja, smart. Ich habe auch zu früh gefightet, ich hätte warten sollen, bis Jenna da ist. Mit Tornado und Ignite können wir die eigentlich runterrennen. Das Problem ist, no joke, wenn du den ersten Q triffst, triffst du auch den zweiten, dritten und vierten Q. Aber wenn du den ersten Q misst, das ist so eine Rhythmus-Challenge. Das ist wie ein Tanz, no joke. Karthus Zeri ist wie ein Tanz. Und man muss als Karthus versuchen, irgendwie in den Rhythmus der Zeri reinzukommen. Weil wenn man ein Q trifft, trifft man alle. Aber wenn man ein Q misst, misst man alle. Das ist richtig häufig so mit Karthus. Oh, das ist natürlich jetzt doof. Er hat jetzt einfach den Drake abgebrochen, um mich zu töten. Sucks. Da habe ich mich jetzt outplayed gefühlt. Nee, Nunu hat nicht mit mir getanzt, Nunu hat mir einfach nur in die Fresse getreten. Ich glaube, ich kaufe mir keinen Darkseid, ich brauche Lost Chapter. Leandris, ich bin so geisteskrank hinter der Goldkurve, weil ich keinen Farm habe und kaum Kills. Brauche ganz dringend Leandris. Also das Game könnte jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder wir kriegen jetzt ein paar Kills und es wird gut. Oder es wird eines dieser Karthus-Games, wo man sich danach denkt, ich spiele nie wieder Karthus. Diese beiden Optionen gibt's nur. Bisher ist es auf jeden Fall das Game der Kategorie, ich spiele nie wieder Karthus. Nice, WP. Schon wieder Shutdown-Set. Das Set ist der härteste Inter in dem Game und hat das meiste Gold. Okay, Zeri no ult. Karthus fühlt sich so scheiße an gegen Zeri, ne? Das Gefühl, das Einzige, was gegen Zeri gut ist, sind Champions, die keine Skillschutz haben. Weil dieser Champion dich einfach komplett gestört runterrennt, wenn du Skillschutz hast. Macht keinen Spaß. Ja, eigentlich schon Kalamitalos, aber ist halt trotzdem der beste Pick hier, ne? Also ich pick hier nicht Karthus, weil ich mir denke, oh, ich werde so viel Spaß haben an Karthus. Sondern ich pick Karthus, weil ich mir denke... Das ist der einzige Pick, mit dem wir das Spiel vielleicht gewinnen können, weißt du? Aber ich glaube, auch das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, ich bin einfach so weit raus aus dem Game. Ich werde hier gar nichts mehr machen. Ich bin jetzt komplett im Arsch. Ich glaube, das gerade war die letzte Chance, ins Spiel zu kommen, aber die hat die Zoe im Keim erstickt. Six wäre keine Variante. Ja, das Problem ist, ich habe halt, also ich musste relativ früh picken. Ne, musste ich nicht, aber ich habe halt keinerlei Setup für Six, ne? Also mein Supporter hatte schon Jenna gelockt. Ich finde Six ohne CC-Champion, also im gesamten Team so, kein Engage, kein gar nichts, finde ich sehr komisch. Aber ich sag mal so, also Six wäre auf jeden Fall entspannter gewesen. Damit hätte ich mehr Spaß gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass mit Karthus die Chance zu gewinnen höher ist.
Das ist das, was ich meine. Wenn ich Karthus spiele, meine Elo ist Schmerzensgeld. So, ich spiele den Champion nicht, weil ich Spaß mit Karthus habe. Ich spiele den Champion, weil ich Elo will. Das macht doch gar keinen Sinn, dass ich hier nach vorne steppt. Den Tower droppen wir jetzt aber so eiskalt. Ich brauche meinen Leandris. I need. So, jetzt haben wir endlich zumindest ein Item. Ja, ich glaube, es macht auch Sinn, wenn ich weiter auf Sideline farme. Der Set ist halt tatsächlich ziemlich fett, ne? Weil er zwei Shutdowns gesammelt hat. Ich glaube, ich bin komplett useless gerade, wenn ich Mitte bin. Und ich habe halt Karthus Ult. Die Bombe tut uns locker. Ich liebe es, ein Drittel Leben zu verlieren. Oh, da ist von irgendwas getroffen. Okay. Also wir nehmen uns vor, dass wir uns dieses Game über nichts mehr aufregen. Das ist eigentlich Gewinn genug. Wenn wir das Game gewinnen, ist ein netter Bonus, aber mein Ziel ist es eigentlich, mich über nichts aufzuregen. Wenn ich das schaffe, bin ich schon glücklich. Und das ist wirklich so ein Game zum Leiden einfach nur. Ja, ich bin hier wahrscheinlich dead. Nehmen wir noch die nächste Wave. Achso, okay. Haben wir viel Zeit rausgeholt. Am Ende des Tages hätte ich wahrscheinlich doch der Blue den Kill geben sollen, aber. Da kommt gleich eine Zoe, guys. Ich sag, das war sogar sehr gut. Ich glaube, solche Plays werde ich jetzt noch öfter machen müssen. Einfach Suicide für Pressure und Gold. In Rabaus entdeckt. Ja, das war ein Good Death. Das war auf jeden Fall ein Good Death. Hier kommt gleich wieder ein Nunu. Okay. Mist, der ist einfach. Sieht auf jeden Fall somewhat winnable aus. Ist jetzt eine 4 gegen 5 hier gerade. Ne, Z geht Toplane. For some reason geht der Z hier top. Obwohl nichts Toplane up ist. Nichts. Die Mini-Rave ist nicht mal da. Was macht der Junge? Nichts ist top. Gar nichts. Oh. Will er jetzt die Fiora killen? Ich weiß nicht, was sein Plan ist. Wir hätten hier gerade ein schönes 4 gegen 5 forcen können. Das war richtig gut von der Riven gemacht eigentlich. Da ist Nunu. Ja, chillig. Ich war auch einfach zu weit vorne an der Stelle. My bad. Junge, das ist hier wirklich... Armageddon, Alter. First Strike auf Karthus ist nicht gut, nee. Ist okay, aber du willst deine Ultimate nicht am Anfang eines Fights usen in den meisten Fällen. Und die Runen. Chillig.
Ich hab noch nicht eine gute Ult gehabt. Gönnen wir doch wenigstens eine. Ja, gut, wir werden einfach gecarried, ist auch okay. Nehmen wir auch mit. Akzeptiere ich. Das ist das, was ich meine. So, unsere Teamcomp überfährt die Gegner einfach. Die können nichts machen. Auch frech, der Riven den Kill klauen zu wollen. Ist ein bisschen frech, hast du recht. Aber ich bin verzweifelt, verstehst du mich? Ich bin verzweifelt. Ich hätte eigentlich früher ulten müssen, aber das konnte ich nicht, weil ich da ja noch irgendwie so ein bisschen in der Midlane stand. Ja, ich glaube, wenn wir keine sehr, sehr dumme Scheiße machen, ist das Game halt auch einfach gewonnen jetzt. Das Game sieht man, also da sieht man auch nochmal, warum Katos so eine krasse Winrate hat, ne? Es hat ja wirklich nichts geklappt bisher. Also es hat ja wirklich nichts funktioniert für mich. Alles ist bisher schiefgelaufen, was schieflaufen kann eigentlich. Ich habe die Lane verloren, noch nicht eine gute Ult gehabt, wurde mehrmals gegankt, hab scheiße gefarmt und ich bin halt trotzdem useful, ne? Das ist halt wirklich... Das ist wirklich Katos in der Nutshell. Ich weiß nicht, ob ich hier langlaufen möchte. Nee. Reicht nicht. Also meine Ults sind wirklich eine einzige Katastrophe, dieses Game. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schlecht hier. Ich glaube, das Problem ist, dass ich in so einem Game meine Ult als Tool sehe, zurück ins Spiel zu kommen. Also ich denke mir so, okay, ich bin scheiße in-game. Ich muss jetzt meine Ult so benutzen, dass ich zurück ins Spiel komme. Aber ich glaube, das ist halt komplett die falsche Ansicht. Ich glaube, ich sollte meine Ult weiterhin halt einfach nur als Katos-Ult sehen. So. Also wirklich dann usen, wenn... Also auf so einer ironischen Weise use ich das dann halt schlecht. Obwohl ich es ja... Es ist komplett kontraproduktiv, ne? Weil am besten komme ich ja zurück ins Game, wenn ich meine Ult gut nutze. Stattdessen bin ich desperate und nutze meine Ult halt schlecht. Irgendwie hat sich Dakar richtig gelohnt, ja, aber ich sag mal so, also mit Dings wäre ich auch nicht glücklich geworden. Mit First Strike hätte ich halt auch gar nichts gemacht. Kann sich nicht jedes Game lohnen. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wann ich in dem Game hier ulten sollte. Weil die Teamfights sind so schnell, Hecarim geht halt rein. Und entweder er one-shotet was oder halt nicht. Das war eine gute Ult. Da habe ich gut R gedrückt. WP, Nico. Good job. Ja, wir rabatten uns.
Besser die Ult gut nutzen statt schlecht, ja. Für dies und weitere Guides gerne Ausrufezeichen Jay und mein AD Carry Guide angucken. Ja, ich so, also das, was ich hier in dem Game machen muss, ist einfach die Säule sein, ne? Weil Zed, Hecarim und Riven, die laufen halt alle witzig über die Map und killen. Aber die werden halt auch häufig dumm sterben, so wie jetzt gerade der Hecarim zum Beispiel. Das heißt, ich muss einfach die Waves pushen. Ich bin hier so ein bisschen der Hausmeister. So, ich muss die Waves pushen, einfach weiter farmen und so die Absicherung sein, falls irgendwie ein Play mal nicht so gut läuft. Ich meine, diese crazy Plays sind ja auch der Grund, warum wir gerade überhaupt gewinnen. Die Säule, ich bin die Säule. So eine schöne griechische bin ich. Habe ich in der Schule mal gelernt, diese ganzen Bezeichnungen für die scheiß Säulen. Alles vergessen. Das Leistungskurs, meine Freunde. Oh nee. Oh, das ist natürlich sad. Oh, ich glaube, der hätte es ulten müssen, Bruder. Ja, ich meine, Scaling-wise, die Gegner haben halt schon sehr Lulu. Fiora ist jetzt auch Level 16. Ich glaube, Scaling ist so mittel auf unserer Seite. Ich meine, wir haben Katus, also ganz ehrlich. Und die Botlane würde ich mir aber schon gerne schmecken lassen. Holy shit, Alter. Was hat denn der da gerade gemacht? Das war ja eine atomare Auslöschung, Alter. Mal zum Nash. Doch kein Nash jetzt. Das wäre ein guter Nash-Timer gewesen. Alle Waves sind gerade ausgepusht. Also Level 16 mit Ult wird nochmal huge. Auch wenn meine Ults bisher übertrieben kacke waren. Die Zeri hätte sterben müssen. Oh mein Gott. Das ist irgendwie ein frustrierendes Game für mich hier. Ich bin jetzt aber bald Level 16. Ja, ich drück da schon Ult! Mann, oh. Die Riven gönnt aber auch nicht. Ich weiß, es ist natürlich wieder eine schlechte Ult von mir. Ist natürlich eine schlechte Ult von mir, weil wir brauchen die ja gar nicht. Aber wenn ich schon drücke, dann gönn doch wenigstens. Gönn doch wenigstens! Na, jetzt stirbt's auch noch. Jetzt kriegen wir keinen Nash. Wait, ich hab den Kill? Ach so. Hä? Ja, Hauptsache meckern. Wie habe ich den Kill bekommen? Mit Lost Chapter wahrscheinlich. Mit Dingens, Leandris, ne? Worth. Ja, also wir ziehen das Game auf jeden Fall unnötig in die Länge. Das ist ein bisschen das Einzige, was mich stört. Sie ist einfach eine Schlange. King Riven, danke für Zap. Ich dachte jetzt gerade, das ist meine Riven in-game. Das wäre witzig gewesen.
Würde ich sagen, ich bin 3 Items Level 16 Kasus und ich verliere trotzdem 300 Leben an einem Jungle Camp. Das macht mich unglücklich. Oh, das ist huge. Das ist huge. Sehr wie keine Ult. Für den Drake-Fight. Oder wir können auch einfach Nash machen. Einfach Nash machen und dann turn. Riven muss Botlane noch auspushen erstmal. Oh, er hat alles gemisst. Ja, als Sammy wäre ich irgendwie ein bisschen sauer. Können wir nicht einmal Nash machen jetzt? Riven push Bot, die müssen defenden. Lass mal Nash machen. Komm. Da wurde die Sammy eindeutig outplayed. Warum machen wir jetzt nicht Nash? Ah, ihr wollt finishen? Weiß nicht. Dieses Game ist so eine Fiesta, Alter. Wir hätten einfach den Nash mitnehmen können. Der Drake juckt uns halt nicht, ne? Der Drake ist komplett useless. Das ist, also wenn wir zum Drake gehen, ist es wirklich purer Time Waste, diesen Drake zu machen. Not gonna lie. Es ist pure Zeitverschwendung. Der hat keinerlei Value für uns, der Drake. Darf man sich nicht. Okay, Fiora ist top. Bot meine ich. Ja, scheiße, hab ich auf den Drake. Wir können jetzt top durchpushen. Einfach Nash machen jetzt. Lulu dead, Fiora bot, finish. Und wenn die das contesten, acen wir die und finishen das Game. Wir haben jetzt einfach gewonnen. So, die Gegner können nicht mehr gewinnen. Mit der Entscheidung, Drake zu machen, haben sie das Game verloren. So, wir gehen in Space und pushen hier Spot durch. Ich meine, die Zeri hat 4 Items. Das ist auf jeden Fall. Die kann das Game carryen, definitiv. Aber eigentlich kann sie es nicht gegen unser Team. So, Zed ist top. Aber es wäre besser, wenn einer Mitte Wave bufft hier, ehrlich gesagt. Wir sollten 3 Waves spielen. Weil die Gegner keinen. Die haben Nunu engaged, aber sonst haben die nicht wirklich Zugriff. Riven sollte auf jeden Fall Mitte Wave buffen hier. Wir dürfen jetzt hier nicht enden. Nunu wird uns gleich hier anrollen. Okay, Nunu ist Mitte. Das heißt, wir können jetzt hier einfach weitermachen. Die haben keinen Wave Clear. So, und jetzt haben wir unsere Minions in der Base. Riven hat leider Mitte nicht weiter gepusht. Aber Zed macht Progress, wir können jetzt hier weitermachen. Inip 2, jetzt kriegen wir gleich Inip 3.
Wir müssen Zed und Riven einfach arbeiten lassen. Warum gehen wir Base, guys? Hä? Aber warum? Weil ihr Gold habt? Ne, das ist ja Quatsch, dass wir hier Base gehen. Ist ja kompletter Quatsch. Oh, ich glaube, ich bin tot. Ah, hier hätten wir niemals Base gehen dürfen. Das ist ja... Ne, das ist nicht gut. Wir hatten gerade 3 Pushing Wave mit Baron Buff und wir gehen Base, weil wir Gold haben. Wofür brauchen wir denn Gold, um das Game zu finishen, wenn wir 3 fucking Pushing Waves mit Baron Buff haben? Naja. Dann gehen wir eben Base. Sollte ich hier ulten? Ich glaube, ich sollte hier nicht ulten. Oh. Hier ulten? Auch nicht gut. Ich habe leider alles gemisst. Wir sollten einfach nur dritten Init nehmen. Dafür haben wir jetzt wirklich keinen Reset gebraucht, guys. Jetzt ist der Bellmuff ausgelaufen, jetzt können wir nicht finishen. Jetzt haben die Gegner 3 Super Minions for free. Makrotechnisch wirklich schon wieder auf einem maximal Silberlevel das Game. Aber zum Glück sind wir da alle Base gegangen, um dann unseren Engage zu verkacken und keinen Baron Buff mehr zu haben, um zu finishen. Oh, die können vielleicht Ende machen, die Gegner, ne? Ah, maybe haben wir verloren, oder was? Straight up. Das, meine Damen und Herren, ist sehr schlechtes League of Legends, was hier gespielt wird. Das verlieren wir wahrscheinlich Soul. Aber auch nur, weil wir mit dem Baron nicht gefinisht haben. Jetzt gewinnen wir das Game einfach, weil die Overstate haben. Geil. Wird hier gleich engaged, glaube ich. Nee, das ist nicht gut. Das verlierst du, glaube ich. Zoe ist gleich alive. Ich glaube, wir müssen das über Baron spielen. Okay, wir splitten for no reason. Perfekt. Warum auch immer wir da nicht die Toplane Wraith ranholen. Schade. Ich hätte stopwatchen können. My bad. Ich hätte einfach rausgehen sollen. Wir hätten einfach direkt für Nash spielen sollen. Jetzt Stopwatch. Jetzt haben wir wieder verloren. Ne, ich bin in 20 da. Die werden Nash kriegen. Ja, aber my bad. Ich hätte da nicht top-moven dürfen. Ich hätte einfach mit der Jenna rausmoven müssen. Die Jenna ist halt die einzige, die daran, die verhindern kann, dass ich komplett runtergerannt werde. Also ich muss, eigentlich muss die Jenna immer mit mir mitlaufen, aber andersrum muss ich halt mit der Jenna mitlaufen. Ekrim hat Ult. Ich kann das theoretisch spielen. Aber sollten wir nicht.
Können wir die Ult bitte auslaufen lassen, Guys? Okay, jetzt hat der Nunu geintet und jetzt kriegen wir wieder Nash. Und Zeri hat keine Ult. Könnte ich auch ulten und Backpots interrupten, aber will ich glaube ich nicht. Sollten wir einfach Nash machen. Muss ja auf jeden Fall nochmal Base gehen danach. So, hoffentlich reicht der Nash jetzt aus. Ja, theoretisch sollte ich Bot moven, aber macht eigentlich nicht so viel Sinn, Bot zu moven. Lass uns jetzt wieder catchen. Ja, eigentlich hätte ich die Botwave ranholen sollen. Aber irgendwie hat der Zed da. Ich dachte, der Zed macht's, aber hat auch nicht Lust drauf. Ich will halt nicht Sideline sein, weil ich Sideline verliere. Ist das Riven wieder tot? Doch, jetzt habe ich wieder umsonst geultet. Alter, das ist schon. Also, das ist schon wirklich ein peinliches Game. Holy fucking shit, ist das schlecht, Alter. Jetzt sterbe ich hier wahrscheinlich wieder, randomly. Naja, perfekt. Jetzt ist unser Nash wieder einfach useless. Ah, das macht schon wirklich Spaß. Das Problem ist, ich werde halt einfach permanent runtergerannt, so, weil ich habe halt nichts. Also ich habe halt nichts, um mich davor zu schützen. So, ich werde out of Monitor von der Zoe gebabbelt. Ich werde out of Monitor Range vom Nunu runtergerannt. Ich werde out of Monitor Range von der Zoe eh runtergerannt. So, ich habe als einziger nicht die Mobility, um hier nicht runtergerannt zu werden. Ja, aber deswegen muss ich wahrscheinlich auch einfach noch weiter hinten stehen. Jetzt verlieren wir vermutlich den Drake. Also at this point verdienen wir auch nicht mehr das Game zu gewinnen, so hart wie wir das geworfen haben. Wir haben 10 Sekunden Ult. Wir kriegen actually den Drake. Wenn wir jetzt sterben, haben wir Game verloren. Ja, zum Glück habe ich Karthus gepickt, weil sonst hätte mein Team da gerade 4 gegen 5 verloren. Aber jetzt gewinnen wir, weil wir gewinnen. Das ist wirklich ein geiles Game gewesen. Ich meine, ich habe auch nicht gut gespielt. So, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe wirklich mich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber das... Guys, wir müssen doch jetzt keine Angst haben, dass die Zoe backdoort. Ist das euer Ernst? Hallo? Die ist alleine. Die pusht doch nicht schneller als 4 Mann. Das hat er gerade nicht ernsthaft gepinkt. Das Problem ist halt in so einem Game, wo man extrem useless ist, da hat man halt mehr Zeit, sich über alles aufzuregen. Wisst ihr, was ich meine? Endlich ist es vorbei. Endlich ist es vorbei. Das war wirklich kein schönes Game. Ne, das ist das, was ich angesprochen habe. Das ist das Schmerzensgeld. Ich will hier irgendwie niemanden honoren, ehrlich gesagt. Die Jenna. Die hat Jenna gespielt. Die kriegt meinen Honor. Ja, ich habe am Ende des Tages Most Damage, weil ich Karte... Also, das ist ja wirklich einfach nur frech, dass ich hier Most Damage gemacht habe.